Ach stimmt, das war ja hier fast ums Eck. Aber die Ruine war doch ziemlich groß. Gab's da noch einen Hintereingang? Frag mich nicht. Nee. What? 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 Hier lang? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig oder ist das der lange Weg? Oh man. Hoffen wir einfach mal, dass alles immerhin noch schön brav tot ist. Ja, die Fallen mögen mich aber immer noch nicht aus irgendeinem Grund. Warum bloß? Ich habe dann auch von einigen von euch noch so ein paar Hinweise bekommen. Hey, du könntest ja nochmal dem Freitodhügel vielleicht einen Besuch abstatten. Mal Hallo sagen den verlorenen Seelen da drüben. Und das werden wir noch alles machen. Ja, das machen wir noch alles. Ich weiß nicht, wann genau wir das machen. Momentan finde ich auch die Main Story einfach mit Cheogorath so cool, dass ich mir auch überlege, zuerst die... Da hat doch noch was gelebt, goddammit. Dass ich mir überlege, vielleicht... Oh Jesus, ist das viel schnell. Die Hauptstory zuerst fertig zu machen und danach in der Welt noch so ein bisschen spazieren zu gehen. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Sagte er und packte seine nächsten 250 in den Anschlag. Jesus, what the f... Okay, okay, okay. Wo kommt ihr denn alle her? Das Stück der Karte war hier nämlich noch unerkundet. Ich glaube, das war echt so ein kleiner, kleiner Bereich, wo ich einfach noch nicht lang gelaufen bin. Meine ganzen Pfeile liegen hier wieder rum. Sauerei! Boah, habt ihr das gesehen im Sprung? Yeah! So, du wirst natürlich hier keine Pfeile haben. Ja genau, ich bin das letzte Mal andersrum gelaufen. Jesus. Relax! Stone, man kann mit Statuen nicht reden! Das hast du ganz scharf bemerkt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bereiche noch da hinten dran waren. Werden wir gleich sehen. Aber ich kann mich auch nicht... Oh Gott! Nee, guck mal hier. Nee, Leichengrube. Das ist wieder was anderes. Oder? Gab es irgendeinen abkürzenden Hinterausgang oder so? Nee, warte. Hier habe ich nur einen Schalter gedrückt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also wenn es einen gab... Nein, aber wenn es irgendeine Abkürzung oder sowas gab, dann habe ich sie damals auch nicht gefunden. Dann bin ich da geradewegs dran vorbeimarschiert. Weil ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich aus der Ruine hier rausgerannt bin, da bin ich nämlich auch den gesamten Weg nochmal rausgerannt. Boah! Au! Da habe ich irgendwie keine wunderschöne Abkürzung bekommen, sondern habe mir die Haxen wund gelaufen. Um zu der Dame zu kommen. Ich muss gleich mal gucken, wo das da im Norden hinführt. Also, sobald wir hier bei ihr fertig sind. Eventuell gibt es ja einen schnelleren Zugang. Normalerweise gibt es einen. Aber man kann ja nie wissen. So, das sollte hier... Ja, hier. Wunderbar. So, ich habe alles gesammelt. Es wird Zeit für den nächsten Torwächter. So schnell. Ihr seid mit allen Bestandteilen zurückgekehrt? Ausgezeichnet. Jetzt bleibt nur noch die Körperteile auszuwählen. Ah ja. Okay, da bin ich dabei. Let's go! Da ich befürchtet hatte, dass mein Kind eines Tages umgebracht werden könnte, habe ich einen neuen Körper vorbereitet. Ich habe mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattete Versionen von allen Körperteilen geschaffen. Ihr müsst von jedem einen wählen. Mir gefallen sie alle. Das Privileg des Künstlers. Oh! Das ist cool. Darf ich echt selbst auswählen, wie der Torwächter aussehen wird? Das wäre nice. Wählt ein paar Beine, einen linken Arm, einen rechten Arm, einen Rumpf, einen Kopf und ein Herz aus. Sucht mich auf, wenn ihr eure Wahl getroffen habt. Ah, kann ich mir dann die Sachen sogar jetzt anschauen? Lasst euch mit eurer Entscheidung nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ja. Fehlgeschlagenes Experiment, fehlgeschlagenes Experiment. Ah ja, das sieht schon mehr nach einer Kollektion aus.
Oh, schön. Ich liebe Lego. Oder Playmobil oder was auch immer. Wie, was meinst du? Das kann man nicht damit vergleichen. Ach, sei doch leis. Kraftbeine, Flinkheitsbeine. Machen wir mal einen schnellen, damit er alle einholen kann. Haben wir hier Helm der Kraft. Zornige Psyche. Oh ja, flink und zornig. Oh man, da geht's los. Herz der Wundenteilung. Herz der Zauberumkehr. Was weiß ich. Also was gegen Zauberer brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, weil der wird ja schon schnell genug auf die Zauberer zurennen können. Dann eher so Wundenteilung, was auch immer das ist. Lebensbrust, Magiebrust. Dann machen wir eine Lebensbrust. Wir machen ihn schnell, zornige Psyche. Und dann machen wir ihn ansonsten hier super, super aggressiv und so. Schlitzerarm, Prügelarm, Hackarm. So, ich würde sagen, die Keule. Nehmen wir die Keule. Ich mag Keulen. Schön zum Prügeln, immer drauf kloppen. Wenn das Kind mal wieder unartig war. Frostschild, Schockschild, Feuerschild. Ich hasse Schockschauber in den Elder Scrolls. Die machen immer viel zu viel Schaden. Gib Schock. So, ich bin fertig. Ich denke nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht, aber... Wir werden ja sehen. Eventuell habe ich ihn jetzt gerade zum Tode verdammt. Das könnte auch sehr gut sein. Immer diese Entscheidungen, ihr habt lange genug gebraucht. Also komm, ich war jetzt kurz mal drüben, Mann! Ihr habt eure Auswahl getroffen. Jetzt begeben wir uns zur Statue unseres Fürsten im Randland. Dort werden wir die Zeremonie vollziehen. Beeilt euch! Okay! Sehr, sehr gerne. Wo ist nochmal der Ausgang? Ja, genau, du willst jetzt von mir wieder, dass ich so komisch... Ich hatte hier noch gar nicht alles erkundet. Nee, oder doch? Ach, das sind so die beiden. Ja, gebt's euch! Geil! Nur so geil ist es jetzt auch nicht. Da haben wir ein ähnliches Experiment mal mit einem Hund gesehen. Aber ich nehme an, so mal wieder typisch das blinde Verfolgen des Questmarkers. Wenn mir das hier nirgendwo hinzeigt, dann wird es hier wahrscheinlich auch keinen Ausgang geben. Eventuell gibt es hier für das Museum irgendein Item, irgendeinen besonderen Knochen oder irgendeine besondere, keine Ahnung, besondere Qualzutat oder sowas. Wer weiß. Aber ich glaube, das kann ja mir mittlerweile so oder so egal sein. Weil... die im Museum mir sagen, nö, ich hab keine Lust mehr auf dich. Du hast Mania geholfen, jetzt ist mir alles egal. Und die depressiven Dementianer, die kommen da einfach nicht drüber hinweg. Sheogorats Reich stand da. Ja, tatsächlich, verarsche. Geheimeingang war das. Dann war es tatsächlich so. Mann! Okay. Ja, ich meine, es war natürlich zu erwarten, dass es da irgendwo einen Geheimeingang oder irgendetwas ähnliches aus der Richtung gibt, wenn das Reinlaufen schon so ewig dauert, aber... Ja, ich hatte einfach nicht danach gesucht. So, ich bin angekommen. Jetzt sollte ich mit dir sprechen. Wo riechst du hin? Kommst du mit mir sprechen, oder... Ja. Lass uns hier sprechen. Diese schwarze Wand verwirrt mich wirklich. So, hallo. Wollen wir mit der Zeremonie beginnen? Aber selbstverständlich. Legt zuerst den Körper des Torwächters in den Tank der Substanzierung. Bitte was? Wow, okay. Das kam plötzlicher als erwartet. Legt zuerst den Körper des Torwächters in den Tank der Substanzierung. Einfach alles in die Suppe. Am Anfang der Welten waren 5 Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft und Licht. Oh man. Die Dunkelheit wurde zum Tag und die Leere nahm Form an. Aufgrund der eigenen Selbsterkenntnis war das 6. verborgen, das in sich die 5 vereinigte, die es gebaren. Das Fleisch. Fleisch mit dem Verlangen, wie das Feuer zu verzehren. Leg die Dermis-Membran in den Tank. Uh-oh.
Blut, flüssiger Nährstoff, Ozean, der die Perlen des Lebens an die Küsten der Existenz spült. Leg den Blutlikör in den Tank der Substanzierung. Knochen, Geäst und Stein des Körpers, der Gestalt und Form verleiht. Leg das Knochenmark in den Tank. Atem, Kind der Luft, der Bewegung schenkt und den Geist erweckt. Leg die Essenz des Atems in den Tank der Substanzierung. Und zuletzt das Licht des Fleisches, die Erleuchtung der Seele, Wahrnehmung, Denken, Erinnerung, Fantasie. Ich beschwöre dich, fleischgewordener Wanderer, Fleisch des wahren Fleisches, von den Wassern Oblivions, die deinesgleichen hervorbringen. Komm zu diesem Altar, verbinde dich mit diesem Körper. Möge sich die Quintessenz des Fleisches mit der Essenz des Fleisches verbinden, das Reine und das Sterbliche unsterblich verbunden. Tretet vom Tank zurück, kommt her zu mir. Bin da. Tu es. Ehrwürdiger Daedra, fürchte nicht die Erniedrigung. Du sollst in diesen Tempeln das Heiligtum sein. Ich binde dich, Atronach, an diesen Körper, als künftiger Torwächter der Shivering Isles. Mein Kind, es wird Zeit, dein Schicksal zu erfüllen. Beschütze dieses Land gegen alle Eindringlinge, die das Zeichen von Sheogorats Gunst nicht tragen. Du wirst sie an der Kälte ihrer Gedanken und der Dunkelheit ihres Geistes erkennen. Was ist das? Mein Kind, sie kommen. Vernichte sie. Zeig ihnen deine wahre Macht. Der Torhüter ist neu erbaut. Ich sollte mit der Meldung meines Erfolgs zu Sheogorath zurückkehren. Unserem Tun hier richtet ihm meine Ehrerbietung aus und meine Zuneigung. Okay. Wo kommen hier irgendwelche Leute? Ich will gucken, wie er sie fertig macht. Ich will sehen, wie die flinken Beine agieren. Oh, da sind sie. Oh, es war ein guter Treffer. Na gut, wenn er wie der letzte Torwächter funktioniert, dann sollten wir, glaube ich, ganz gut hier versorgt sein. Ich meine, wir haben es ja nur geschafft, wahrscheinlich nur geschafft, weil wir die entsprechenden... Unser Kind hält wieder Wache. Jupp, weil wir die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen vorher getroffen haben. Aber ich habe das erledigt, wofür wir hergeschickt wurden. Ich bin absolut zufrieden. Ich bin froh, dass das jetzt so funktioniert. Und ich will nur kurz zu Sheogorath und dem guten alten Mann sagen. Fasst euch kurz, Sterblich. Hey, ich bin fertig. Also, auch mit der Welt und mit mir selbst, aber vorerst mal auch mit einem Torwächter. Jetzt sollte wieder alles besser laufen. Ist ein neuer Torwächter. Ausgezeichnet. An euch ist vielleicht doch etwas dran. Das dürfte Eindringlinge fernhalten. Ja. Und wie ich sehe, habt ihr gelernt, Fleischadronacke zu beschwören. Remina mag euch bestimmt, kleiner Herzog, aber vermutlich nicht auf die Weise. Was? Nicht? Ah, gar nicht gesehen, dass ich den Zauber Fleischadronarche bekommen habe. Fürst Sheogorath. Wow. Entschuldigt die Störung, aber ihr müsst uns helfen. Ordnung hat Zackenfels angegriffen und uns in die Flucht geschlagen. So, so. Was für eine interessante Wendung. Das ist neu und ich mag Neues, selbst wenn es schlecht ist. Und das hier ist schlecht, oder? Ja. Meine Güte. Cool. Das ist eine besonders spannende Wendung, was? Eine ideale Aufgabe für euch, als jüngste und einzige Person von Adel im Reich. Wenn Ordnung in die Festung meiner Armee eingedrungen ist, so ist das eine beunruhigende Wendung. Das bedeutet, dass Ordnung es mit List versucht hat. Nicht gerade ihre Stärke. Erstaunlich. Vielleicht laufen die Dinge nicht ganz so schlecht, wie ich mir vorgestellt hatte. Alle Details werdet ihr vom Boten erfahren, wenn ihr sie nicht bereits kennt. Das tut ihr nicht, oder? Naja, ich glaube nicht, außer es gibt irgendwie vielleicht mehr zu wissen, als dass sie angegriffen wurden. Warum hat Zygalak nicht selbst angegriffen? Ihr seid ja köstlich. Wisst ihr denn wirklich nicht? Seid ihr etwa so schwer von Begriff? Ich hatte halt keine andere Dialogoption. Er ist ich.
Ich bin er. Wir sind beide in einer Person. Ich werde deshalb nicht hier sein, wenn er eintrifft, weil ich er sein werde. Es ist immer dasselbe. Der graue Marsch beginnt, Ordnung macht sich breit und ich werde zu Jigalak und zerstöre mein ganzes Reich. Was? Okay, das war aber eine der Spekulationen, die ich noch von damals grob in Erinnerung hatte, die ich jetzt niemandem zufällig spoilern wollte, falls ich irgendwie richtig liegen sollte, dass nämlich unser Sheogorath selbst Jigalak ist. Aber na gut, wie sich die ganze Story nochmal genau auflöst, weiß ich leider nicht mehr genau. Und ja, können wir sie trotzdem irgendwie vielleicht aufhalten? Indem du es einfach nicht tust? Aufhalten? Oh nein, das geht nicht. Glaubt mir, ich habe es versucht. Das endet nie gut. Aber ihr werdet dennoch den grauen Marsch aufhalten. Ihr werdet Jigalak mich davon abhalten, mein Reich zu zerstören. Und wann wird es passieren? Bald, allzu bald. Ich spüre schon, wie die Verwandlung beginnt. Ich habe das Gefühl, nicht ganz hier zu sein. Ich bin noch nicht dort, aber auch nicht mehr ganz hier. Und ich erlebe lichte Augenblicke, die für mich ganz und gar untypisch sind. Zum Beispiel jetzt! Oh nein! Was sollen wir jetzt machen? Jetzt? Nichts hat sich geändert. Ihr befasst euch mit diesem Boten. Sorgt dafür, dass meine Armee in Sicherheit ist. Ihr werdet sie brauchen. Okay, okay. Willst du mir noch irgendwie mehr zu deiner zweiten Persönlichkeit sagen? Da ist wohl die Katze aus dem Sack, was? Wer steckt überhaupt Katzen in Säcke? Katzen hassen Säcke. Bald werde ich mich in Jigalak verwandeln. Das ist unabwendbar. Das befreit euch allerdings nicht von euren Pflichten. Ran an den Speck! Oh, wie sollen wir damit bloß klarkommen? Eure Aufgabe ist nach wie vor, ihn aufzuhalten. Und Jigalak aufzuhalten. Ihr habt Ordnung schon in Zugzwang gebracht. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Manches lässt sich nicht aufhalten. Glaubt mir, ich habe es versucht. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir bei einem dädrischen Gott einen Unterschied machen können. Ciao, kommt bald wieder, sonst reiße ich euch die Augen raus. Toll! Machen wir. Du, kannst du, wusstest du von deinem Chef hier? Ja, benötigt ihr etwas? Ja, und zwar, ja, wusstest du hier, dass der hier gleich durchdrehen wird? Wie ich höre, hat mein Fürst euch erzählt, was uns bevorsteht. Es ist eines der großen Mysterien der Shivering Isles. Vielleicht wissen nur die Fürsten selbst, warum das so ist. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß nur, dass Sheogorath euch Erfolg wünscht. Dessen bin ich sicher. Treu ergebener Diener Heil Haskil. Nein, der weiß Bescheid als einziger. Könnten wir uns öfter sprechen? Ja, willst du? Okay. Ja, benötigt ihr etwas? Kein Problem, ich bin da, mein Freund. Ich habe ein offenes Ohr. Erzähle mir alles. Der graue Marsch. Der graue Marsch geht weiter. Und Fürst Sheogorath glaubt, dass ihr ihn womöglich aufhalten könnt. Tut, wie er befiehlt. Das Reich hängt davon ab. Na gut, probieren wir es einfach mal. Obelisk, ich muss es einfach anklicken. Es ist das Einzige, was noch nicht dunkelgrau ist. Es macht mich sonst wahnsinnig. Die Obelisken reflektieren und fokussieren Energie, um ein Portal zu diesem Reich zu erzeugen. Sie können überbelastet und außer Kraft gesetzt werden, indem man die kristallenen Herzen der Ritter in den Obelisken einsetzt. Ja, okay. Jedes Herz erhöht die Kraft des Obelisken. Ja gut, das wussten wir schon. Könnten wir uns öfter sprechen? So, du. Euer Gnaden, es gibt Schwierigkeiten. Ihr müsst schnell kommen. Okay, dann sag mal an. Dein Chef hier rechts hat gesagt, ich soll dir helfen, bevor er mutiert oder sich verwandelt oder was auch immer. Unsere Festung Zackenfels wurde überfallen. Die Kräfte der Ordnung haben uns überrannt. Ihr müsst sofort Adeo zur Hilfe eilen. Wer ist Adeo? Sie führt das an, was von unseren Streitkräften übrig ist. Sie wartet auf euch vor Zackenfels. Eilt bitte zu ihr, bevor es zu spät ist. Wird gemacht. Wo ist das? Es ist unser Heim.
Unser Heiligtum auf den Shivering Isles. Und wo ist das? Wenn wir es verlieren würden, wäre mein Volk dem Untergang geweiht. Ja, okay. Ich brauche Richtungsangaben, Mann. Bitte, euer Gnaden, eilt nach Zackenfels, ehe es zu spät ist. Ja, der gute alte Kerl macht jetzt gar nichts mehr. Aber ich kann das gerne machen. So, und was steht hier schon so da? Ich meine, es ist immer alles von größter Notwendigkeit, Wichtigkeit und Eile. Deswegen nehme ich mal kurz hier Zeit, mal gucken, was steht denn hier alles so drin. Hier haben wir noch die wunderschöne Flamme. Ulfries. Ist das von einer goldenen Heiligen, die sich entzündet hat? Ich weiß es nicht. Zwei Plätze haben wir noch auf dieser Seite, wo wir hier noch ein schönes Erinnerungsstück platzieren könnten. Hier hinten haben wir noch eines. Ich nehme mal an, Wurzeltür zu die Quelle, hä? Ah, okay. Da komme ich vielleicht ganz am Ende rein. So, dann hier nehme ich mal auch an. Da kommt ganz am Ende irgendwas, weil das letzte Stück hier ist. Das ist vom Torwächter gerade eben. Noch eine Stelle frei. Hey, ja, tatsächlich, das ist gar nicht mal mehr so viel, meine Freunde. Da hinten haben wir noch zwei Podeste und da haben wir noch hier eines, also insgesamt noch drei Stück und dann das letzte da hinten. Oh, man! Ach, da, oh, Zackenfels ist ja ganz hinten, aber da waren wir ja schon mal in der Nähe. Deswegen kein Problem. Da reisen wir einfach kurz hin, joggen kurz ein paar Meter weiter, Moderleichenpassage, war das eine Gefängnis, wo wir mal drin waren? Oh, hi. Nein!